Wir machen heute wieder das Aufwärmtraining, was ich die letzten Male schon immer gemacht habe. Dann möchte ich gerne die Körpermitte mit euch stärken. Das heißt, wir gehen wieder an den Bauch heute. Danach machen wir aber auch Rücken als Antagonist, also der Gegenspieler zum Bauch ist der Rücken. Und dann möchte ich gerne mal wieder mit euch 3 Minuten 25 Sally machen. Das haben wir schon lange nicht gemacht. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, vorab Sally abzuspielen, dann versuchen wir das vielleicht synchron zu schaffen. Der Flado hat ja meine Musikliste auch hinterlegt. Da kommt also jeder dran. Also gerne würde ich nach Bauch und Rücken mit euch Sally machen. Und weil es gerade so schön viel Puderzucker bei uns draußen ist, würde ich mit euch nochmal gerne den Super G fahren von Innsbruck. Der Flan und ich, wir arbeiten schon daran, dass wir euch auch das Video abspielen können, aber wir haben es noch nicht geschafft, dass ihr die Strecke seht, die ich mit euch immer gedanklich fahre. Also, ganz zum Schluss geht es dann nochmal an die Oberschenkel. Ich habe auch wieder für diejenigen, die Schulterprobleme haben, nochmal Alternativübungen dazu genommen. Für diejenigen, die Schwierigkeiten mit den Schultern haben. So, ich stelle die Uhr. Macht euch schöne Musik an. Sally kommt erst nachher. Ich spiele auch meine Musik fürs Warm-up. Und wir starten wieder im Minutentakt. Mit den einzelnen Aufwärmübungen. Also, wir starten mit Jumping Jacks 1 Minute. Los geht's! Wir springen schön und nehmen die Arme oben zusammen und treffen sie wieder an den Oberschenkeln. Also schöne Kreise mit den Armen machen. Noch 15 Sekunden und dann kommen wir in den Back Lounge. Machen einen großen Schritt zurück, treffen uns wieder vorne, nehmen das andere Bein zurück. 4, 3, 2, 1. Wir kommen in den Back Lounge, nehmen die Arme an die Schläfe oder an die Hüfte, machen einen großen Schritt zurück, Oberkörper bleibt gerade, treffen uns wieder vorne in der Mitte, flexen kurz die Hüfte nach vorne und gehen wieder zurück. Im Wechsel. Achtet darauf, dass der Oberkörper schön gerade bleibt. Knie und Fußspitze zeigen gerade nach vorne. Versuchen jetzt den Schritt weiter nach hinten zu nehmen. Kommen tief runter. Und wechseln gleich wieder in den Jumping Jack. Schön die Hüfte nach vorne flexen. Für den Hüftbeuger. Noch 5, 4, 3, 2, 1. Wir wechseln wieder in den Jumping Jack. Zwischen den Übungen habe ich heute noch ein paar Burpees eingebaut.
Für die, die keine Burpees machen können, die machen Sternsprünge. Für ein Burpee 3 Sternsprünge. Nur zur Erklärung für nachher. Hände schon oben zusammen. Full range of motion. Und wir kommen anschließend in den Squat. So, 5, 4, 3, 2, 1. Wir kommen in den Squat. Gehen schön tief, Oberkörper bleibt gerade und flexen auch wieder leicht die Hüfte nach vorne. Popo geht nach hinten raus. Das Gewicht ist tendenziell auf der Ferse. Und wir dehnen gleichzeitig den Hüftbeuger. Kommt schön tief und wir drücken uns mit der Kraft des Oberschenkels wieder gerade nach oben. Wir fallen nicht nach vorne, keine Hüftbeuge, sondern eine Kniebeuge. Schön langsam zum Aufwärmen. Außen schneit's. So, noch 5, 4, 3, 2, 1. Wir machen jetzt den Lunge nach vorne, Ausfallschritt nach vorne. Hintere Bein ist gestreckt, ich starte mit dem rechten Bein. Nehmen die Arme vorm Körper zusammen und drehen uns über das angewinkelte Bein. Im Wechsel. Schön eindrehen für die Körperrotation. Kraftvoll nach hinten stoßen. Knie und Fußspitze zeigen gerade nach vorne. Das Knie nicht verdrehen. Der Kopf dreht sich mit. Das hintere Bein ist nahezu gestreckt. Noch 3-mal. Ausschütteln. Wir bleiben im Ausfallschritt. Wir nehmen das rechte Bein nach vorne, rechter Arm stützt und wir öffnen uns mit der linken Seite nach oben. Hand geht nach oben, die Augen sind auf den Fingerspitzen. Wir kommen wieder zusammen. Genau. Anderes Bein zurück, linkes Bein ist vorne, linker Arm stützt und wir öffnen uns nach oben. Im Wechsel. Genau, schönen Schritt zurück, linkes Bein, linker Arm und wir öffnen. Brust nach oben.
Jeder noch dreimal. Und wir treffen uns wieder in der Mitte. Wenn alle soweit sind, starten wir mit Hüftkreisen um die eigene Körperachse. Ich habe jetzt linksrum angefangen gegen den Uhrzeigersinn. Einmal die Richtung. Drücken die Hüfte schön weit nach vorne und wieder zurück. Wir bleiben hüftbreit stehen, nehmen die Arme im rechten Winkel zum Körper. Der Blick bleibt geradeaus und wir rotieren nur mit den Armen wieder um die eigene Körperachse. Die Wirbelsäule wird schön geflext und gedehnt. Wir kommen langsam nach vorne. Rotieren weiter, der Kopf bleibt schön gerade, kommen in eine Vorbeuge. Bis wir mit den Fingerspitzen nahezu an den Fußspitzen sind und rotieren weiter. Wir kommen wieder in die Vorbeuge, kommen wieder nach oben, rotieren schön weiter. Wir nehmen jetzt die Beine mit und der Blick folgt der Rotation und öffnen das hintere Bein, kommen dabei leicht in eine Kniebeuge. Abfedern. Sehr schön. 3, 2, 1 und wir schütteln die Arme kurz aus. Machen wir weiter mit den Schultern. Wir nehmen die Arme im rechten Winkel zum Körper. Wir haben einen hüftbreiten Stand. Die Daumen zeigen zurück. Ellenbogen bleiben schön durchgestreckt. Und wir machen kleine Kreise. Schön rückwärts. Immer in die Richtung, wo der Daumen zeigt. Handflächen sind nach oben. Genau. Kleine Kreise. Nur die Schulter rotiert. Die Schulter bleibt weg von den Ohrläppchen, also schön runtergedrückt. Und wir werden langsam größer. Und wir werden ganz groß. Nur die Schulter rotiert. Die Spannung geht von der Schulter bis in die Fingerspitzen. Bauchmuskulatur ist angespannt, wir stehen gerade. Und wir werden wieder kleiner. Blick ist schön aufrecht. Wir lächeln. Sehr schön. Und wir halten. Einmal tief ein- und ausatmen. Wir drehen die Handflächen nach unten und kreisen vorwärts.
Versucht die Arme oben zu halten. Lächeln nicht vergessen. Genau. Sehr schön. Und wir werden auch hier langsam größer. Und ganz große Kreise. Ellenbogen durchstrecken. Und wir werden wieder kleiner. Schön oben halten. Tief ein- und ausatmen. Wir halten an. Und jetzt fallen lassen. Sehr schön. Zum Schluss nehmen wir einen Arm hoch, der andere ist unten. Und wir kraulen nochmal mit den Armen vorwärts. Wir wechseln die Richtung. Rückwärts. Und ausschütteln. Sehr schön. Nehmt euch bitte die Matte zur Hand. Ich wechsle schnell die Musik. Trinkt kurz was. Kommen wir zur ersten Bauchübung. Wer die Möglichkeit hat, die Füße unter der Couch, unter einem Stuhl, unter einer Bank einzuklemmen, der sollte das jetzt tun. Das erleichtert geringfügig die Übung und den Hebel. Wir starten mit dem Lied von Kill Bill. Die meisten wissen, was jetzt kommt. Warte kurz auf euch, bis ihr soweit seid. Knie sind schön angewinkelt. Ich erkläre kurz die Übung. Wir starten mit den Sit-Ups. Die Hände sind entweder an der Schläfe oder über Kreuz. Die leichtere Variante ist, wenn die Füße gerade durchgestreckt sind. Die etwas schwerere Variante ist, wenn wir die Knie aufstellen. Und wir gehen runter, die Schulterblätter berühren den Boden nicht mehr, aber wir sind ganz nah am Boden und kommen wieder hoch. Ich zeige euch das mal im Profil schnell. Also Hände sind auf der Schulter, Beine sind gegebenenfalls angewinkelt. Wir kommen runter, nahezu am Boden und kommen wieder hoch. Wenn wir in die Wippe kommen, wippen wir hier unten. Das heißt, der Bauch bleibt die ganze Zeit unter Spannung. Wenn wir hochkommen, klatschen wir virtuell ab. Also, ich zähle an, wir klatschen zusammen ab. Ich möchte eure offenen Hände sehen. Okay? Super. Also, Musik an. Wir starten. Kill Bill, wir killen den Belly, unseren Belly, damit wir schön fit für den Sommer sind. Es geht los. Tief durchatmen. 3, 2, 1 und los. Wir gehen runter, wir gehen hoch und klatschen ab. Eure Hände, genau. Und wir gehen wieder runter. Und wieder abklatschen. Genau. 3, 4, 5, jawohl, 6, 7, und 8 und 9 und 10. Wir kommen in die erste Wippe. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und 11. Jawohl. Und 12. Jawohl. Alle machen mit. 13.
16. 17. 18. Jawohl, alle da. 19. 20. Und wir kommen in die Wippe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und 21. Jawohl. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Genau. 28. 29. 30. Und wir wippen. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jawohl, und wieder hoch. 31. 32. 33. 34. Jawohl. Zeigt mal eure Hände. 35. 36. 37. 38. Und wir sind schon bei 40. 39. 40. Und wir wippen wieder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und wieder hoch. 41. 42. Und lächeln. 43. Jawohl. 44. 45. 46. Jawohl, zeigt mir eure Hände. 47. 48. 49. Und 50. Und wir wippen wieder. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jawohl. Und 50. Jawohl. Alle da. 51. 52. 53. Alle da. 54, 55, 56, 57, 58, 59 und 60. Wuhu, und wir wippen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und 61. Jawohl, alle da. 62. 63. Lächeln. 64. 65. Jawohl. 66. 67. 68, 69 und 70. Und wir wippen wieder. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und 71. Jawohl. 72. Und 73. 74. 75 schon. 76. 77. 78. 79.
Und wir bitten. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und wieder hoch. 81. 82. Alle da. 83. 84. Jawohl. 85. 86. 87. 88. 89. Jawohl. Und 90. Und wir wippen. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und wieder hoch. Und 91. Alle wissen, was kommt. 92. 93. Jawohl. 94. 95. 96 schon. 97. 98. 99. Und 100. Und einmal wippen noch. Und 10 mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und hoch. Juhu! Geschafft! Wer möchte, dehnt sich einmal der Länge nach. Also einmal ablegen, nehmen die Arme nach hinten und strecken uns von den Fußspitzen zu den Fingerspitzen der Länge nach und ziehen im rechten und im linken Arm nochmal nach oben nach. Kurze Erholung. Super gemacht, Leute. 100 up and down. Super. Ich ändere jetzt mal meine Position mit der Matte, dass ihr mich im Seitenprofil seht. Ihr könnt gerne kurz was trinken. Genau. Wir machen weiter mit den Side Crunches. Ich stelle nur kurz den Timer. So, wo ist er? Da ist er. Wir starten mit den Side Crunches. Das heißt, die Bewegung ist nicht ganz so weit nach oben. Es wird mehr die obere Bauchmuskulatur belastet. Also wir liegen unten, wir kommen hoch, die Hände sind an der Schläfe, Beine sind aufgerichtet und wir kommen mit dem rechten Ellenbogen zum linken Knie im Wechsel aus der Diagonale. Wir legen uns nicht mehr hin, wir versuchen ein Stückchen weiter oben zu bleiben und kommen in die Rotation. Also wer kann, Außenseite vom Knie mit dem Ellenbogen bewegen, berühren aus der Diagonale. Das Ganze machen wir 30 Sekunden. Und 15 Sekunden Pause dazwischen. Ich zähle runter. Es geht los. In 5, 4, 3, 2, 1 und Feuer. Kommen runter und im Wechsel wieder hoch. Immer zur gegenüberliegenden Seite. Noch 15 Sekunden. Bauchmuskeln sind schön warm. Die Bewegung ist rund und geschmeidig. Genau. Wirbelsäule bleibt schön gerade. 3, 2, 1 und Pause. Nächste Übung. Wir kommen in das Sitzwedeln. Wir nehmen die Arme fürs Gleichgewicht, strecken die Beine und ziehen die Fersen immer zur Pobacke rechts, links. Es geht los in 3, 2, 1 und los. Links, rechts, links, rechts. Immer schön zur Seite, genau.
wie beim Wedeln. Noch 15 Sekunden. Schön dicht die Ferse ans Gesäß ziehen. Und von einer Pobacke zur nächsten wandern. 3, 2, 1 und Pause. Willkommen. Lieblingsübung. Knie an Nase. Wir legen uns kurz ab. Wir sind in Rückenlage. Kommen nur leicht nach oben. Das gestreckte Bein hebt sich vom Boden und wir kommen so weit wie es geht mit dem Knie zur Nase. Erst die rechte Seite, dann die linke Seite. 20 Sekunden. Es geht los in 5, 4, 3, 2, 1 und los. Genau, es ist eine schöne statische Übung. Ihr könnt euch ruhig ablegen, weiter runter. Der untere Rücken liegt am Boden. Noch 3, 2, 1 und wir wechseln die Seite. Noch 5, 4, 3, 2, 1 und Pause. Wir legen uns ab. Die Fingerspitzen gehen zu den Fersen, das heißt, wir rotieren in einer seitlichen Wippbewegung. Je weiter die Fersen vom Gesäß entfernt sind, umso anstrengender ist es für die seitliche Bauchmuskulatur. Es geht los in 3, 2, 1 und Feuer. Der Blick geht nach oben und schön eindrehen. Genau. 3, 2, 1 und Pause. Kurze Erklärung, es ist noch eine relativ neue Übung. Ihr braucht ein bisschen Platz. Ich auch. Also, die Hände sind seitlich vom Körper gestreckt. Und wir kommen in eine Kerze, rollen nach vorne und in der Diagonale Fingerspitzen zur Fußspitze, rollen uns wieder auf, kommen nach oben, drücken uns in eine Kerze. Wer das nicht gut kann, reicht, wenn er erstmal so leicht nach vorne kommt. Aber wir öffnen uns nach oben und aus der Diagonale Fingerspitze zur Fußspitze, rollen uns wieder auf und drücken uns gerade nach oben. Auch eine schöne Übung für den Trizeps. Also legt euch schon mal hin. Oder nee, wir starten im Sitzen. Ich zähle runter. 5, 4, 3, 2, 1. Und wir rollen uns nach hinten auf. Kommen in die Kerze, in den Stütz. Rollen uns ab. Rechter Arm, linker Fuß im Wechsel und stützen uns wieder nach oben. Kurz halten, wieder runter, rechts, links aus der Diagonale und stützen uns wieder nach oben. 3, 2, 1 und Pause. Rush and Twist. Wir nehmen die Füße nach oben. Die Kniegelenke sind im 90-Grad-Winkel und wir berühren die Matte oberhalb der Hüfte. 3, 2, 1 und los. Schön weit hinten berühren. Umso mehr wird die seitliche Bauchmuskulatur beansprucht. Noch 10 Sekunden. 3, 2, 1 und Pause. Wir kommen jetzt in die richtige Kerze und drücken nur die Hüfte nach oben. Also,
Füße sind zum Gesicht geflext, Arme sind neben dem Körper und wir drücken nur aus der Bauchmuskulatur die Beine nach oben. Wir versuchen, die Knie durchgedrückt zu lassen. Und nur aus der oberen Bauchmuskulatur ziehen wir uns nach oben. Wir versuchen, keinen Schwung mitzunehmen. 3, 2, 1 und Pause. Ja, wir brauchen jetzt ein bisschen Platz zur Seite. Nehmen die Beine wieder nach oben. Die Arme sind im rechten Winkel zum Körper und wir gehen rechts und links runter mit dem gestreckten Bein. Wer das noch nicht kann, kann die Beine anwinkeln. Im rechten Winkel legen die Knie nahezu am Boden ab und kommen wieder hoch. Wer kann, streckt die Beine. Drei, zwei, eins und Pause. Wir kommen in den langsamen Mountain Climber. Wer den Mountain Climber noch nicht machen kann, kommt bitte in die Sumo-Wippe. Also, ich erkläre kurz die Alternativübung. Die Beine sind weit gespreizt, breiter als hüftbreit und wir kommen gerade runter. Oberkörper ist schön gerade und wir kommen tief in die Sumo-Wippe, dass wir auch eine Dehnung an der Oberschenkelinnenseite verspüren. Das ist die Sumo-Wippe. Alle anderen kommen in den Mountain Climber. Also das heißt in den erhöhten Stütz und das linke Knie geht zum rechten Ellenbogen. Das heißt nicht Handgelenk, sondern Ellenbogen, Bauchnabel wird schon eingezogen. In Zeitlupe und im Wechsel aus der Diagonale. Es geht los in 5, 4, 3, 2, 1 und los. Also aus der Diagonale zum Ellenbogen und wir ziehen noch schön den Bauchnabel ein und ziehen das Knie richtig weit hoch. Wer kann Richtung Achsel aus der Diagonale? Der Joachim kann noch ein bisschen tiefer, Beine noch ein bisschen weiter auseinander. Genau, 3, 2, 1 und Pause. Wir kommen alle wieder bitte in die Rückenlage. Wir drücken die Hüfte nach oben, dass wir eine Linie haben von Oberkörper zu den Knien. Füße sind aufgestellt, das Gewicht ist auf der Ferse und wir laufen langsam nach vorne. Halten immer noch die Hüfte nach oben und dann halten wir. Als Ausgangssituation ist die Brücke, Hüfte drücken wir nach oben und laufen auf der Ferse nach vorne. Die Hände werden ganz fest in den Boden gedrückt und wir halten die Hüfte schön nach oben. Es geht los in 3, 2, 1 und wir laufen aus der Brücke heraus nach vorne. Die Hüfte bleibt schön hoch. Die Handflächen werden ganz fest in den Boden gedrückt, damit der Trizeps auch was von der Übung hat. Und das Gewicht ist nur auf der Ferse. Hüfte wird nach oben gedrückt. Genau, Uwe, Hüfte hoch. Und wir bleiben in dieser statischen Bewegung. Die Beine sind nahezu gestreckt, Hüfte bleibt oben. Genau. 3, 2, 1 und Pause. Kurz die Beine ausschütteln. Wir kommen in das Klappmesser aus der Diagonale. Das
heißt, die Arme sind im rechten Winkel vom Körper gestreckt und die Fingerspitze berührt die Fußspitze. Versucht, Ellenbogen und Kniegelenk schön gestreckt zu halten und wir kommen ganz weit hoch mit dem Oberkörper. Wer noch nicht so weit hochkommt, kommt bis zum Knie. Ja? Aber aus der Diagonale, Fingerspitze an Fußspitze. Es geht los. In 3, 2, 1, jetzt geht's los. Und hochziehen. Und hochziehen. Zieht den ganzen Oberkörper nach oben. Genau. Atmen nicht vergessen. Noch 15 Sekunden. Drei, zwei, eins und Pause. Wir kommen in den Seitstütz. Das heißt, ich starte mit der linken Seite, mit dem Gesicht zu euch. Wir sind mit dem ganzen Körper in einer Linie. Die Hand ist unter der Schulter, die Finger sind breit aufgefächert und wir kommen runter und wir drücken uns wieder nach oben. Joachim, kannst du die Übung machen? Nein? Okay. Dann, der Joachim kommt bitte in den Wallsit. Und der Joachim hält bitte beide Seiten durch. Während wir einen Seitenwechsel haben vom Seitstütz, bleibt der Joachim schön im Wallsit, aber ganz tief. Also, wir kommen in unsere Ausgangsposition. Also, alle sind im Stütz, Finger sind breit gefächert, es geht los in 3, 2, 1 und Feuer. Wir kommen runter und drücken uns wieder nach oben. 30 Sekunden. Vier, drei, zwei, eins. Wir wechseln die Seite. Joachim bleibt im Wallsit. So, wir sind auf der rechten Seite. Es geht los in 5, 4, 3, 2, 1. Kommen runter und wieder hoch. Schön tief runter mit der Hüfte und dann kraftvoll nach oben drücken. Der Oberkörper bleibt in einer Linie. 5, 4, 3, 2, 1. Wir setzen uns wieder alle auf die Matte, spreizen die Beine in einem V auseinander, nehmen die Hände an die Schläfe und wir kommen jetzt mit dem rechten Ellenbogen zum rechten Knie und berühren auf Höhe des Knies die Matte, also schön tief. Das heißt, wir müssen uns einmal nach oben drücken und sind dann in einer Dehnbewegung im Wechsel. Der Ellenbogen kommt so tief wie möglich, optimalerweise bis runter zur Matte. Macht euch alle fertig, ich zähle runter. Es geht los in 3, 2, 1 und los. Der Oberkörper kommt wieder schön gerade nach oben und wer kann, öffnet den oberen Ellenbogen noch nach hinten auf. Das heißt, der Blick geht dann zur Seite, während der Ellenbogen auf der Bodenmatte ist.
Liegestütze machen wir etwas länger. Die Übung fühlt sich leicht an, aber die Dehnung werdet ihr morgen merken. So, schön die Brust nach oben öffnen. Ellenbogen zieht nach hinten, der andere zum Boden. Fünf, vier, drei, zwei, eins und Pause. Sehr schön. Wir dehnen uns nochmal nach hinten, bewegen uns kurz ab, nehmen die Arme nach hinten, strecken uns der Länge nach von der Fußspitze zur Fingerspitze und jetzt im Wechsel holen wir den rechten Arm und den linken Arm nach vorne, nach oben, dass wir noch einmal die Bauchmuskeln schön strecken und kommen anschließend wieder nach oben. Wir kommen nämlich jetzt in die Bauchlage. Wer möchte, kann ganz kurz was trinken. Einmal noch den Antagonisten zum Bauch, das ist der Rücken, komplette Rückenmuskulatur, der Gegenspieler. Und wir kommen in die Bauchlage. Die Füße sind gehoben, sodass das Gewicht nur noch auf den Oberschenkeln ist. Das heißt, die Füße gehen vom Boden nach oben. Wir nehmen die Arme gestreckt vor den Körper. Der Blick ist mit der geraden Wirbelsäule zur Matte und wir starten mit dem Holzhacker, mit den Füßen und mit den Beinen. Es geht los in 3, 2, 1, 30 Sekunden. Und wir hacken, der Blick ist zur Matte gerichtet. Arme und Beine sind schön gestreckt, so weit wie es geht. Zehn Sekunden. Und Pause. Wir richten den Oberkörper auf. Der Blick ist immer noch zur Matte. Wir sind mit den Armen in einem V. Ziehen die Schulterblätter an. Richten den Oberkörper nach oben zu einem W. Und kommen wieder runter zu einem V. In 3, 2, 1. Und los. Schön aufrichten. Blick bleibt zur Matte gerichtet. Zum V. Und wieder W zusammen. Ganz fest die Schulterblätter hinten zusammendrücken. Und den Körper nach oben heben. Noch 10 Sekunden. Drei, zwei, eins. Wir bleiben in derselben Position liegen. Wir nehmen jetzt die Hände mit dem Handrücken zur Stirn. Füße sind weiterhin angehoben, die Knie lösen sich vom Boden und wir heben mit der Stirn den Oberkörper nur nach oben. Drei, zwei, eins und los. Wenn wir nach oben gehen, atmen wir ein. Wenn wir loslassen, atmen wir aus. Und 3, 2, 1 und Pause. Wir kommen wieder in eine Wippbewegung. Der Oberkörper löst sich. Die Hände sind parallel zu den Oberschenkeln. Und wir kommen hier auch wieder in eine seitliche Wippe mit den Fingerspitzen Richtung Knie in 3, 2, 1 und los. Von rechts nach links. Der Blick ist wieder zur Matte. Die
Wirbelsäule schön gerade bleibt. Oberkörper ist schön gehoben von der Matte. Die Knie sind auch hoch. Das Gewicht ist nur noch auf den Oberschenkeln. Und 5 Sekunden. 3, 2, 1 und Pause. Letzte Übung. Die Hände ist wieder an der Schläfe mit dem Handrücken und wir kommen nach oben und öffnen uns mit dem Ellenbogen zur Seite nach oben und kommen immer wieder mit dem Gesicht Richtung Matte nach unten. 3, 2, 1, genau. Schön mit der Seite nach oben und wieder sammeln in der Mitte. Ellenbogen schön weit hochziehen. Noch 10 Sekunden, genau, schön öffnen und hochziehen. Öffnen und den Oberkörper schön hochziehen für die längliche Rückenmuskulatur. 3, 2, 1 und Pause. Zur Abwechslung. Kreislauf nochmal hochpushen. Wir machen 3 Burpees jeder. Die keine Burpees machen können, machen pro Burpee 3 Sternsprünge. Also wir kommen in die tiefe Hocke, öffnen uns nach oben. 3 Sternsprünge für ein Burpee. So. Daumen hoch, wer Burpees mit mir macht. 3 Stück. Jawohl. Super. Alle anderen machen pro Burpee 3 Sternsprünge. Also 9 Sternsprünge zu 3 Burpees. Mal gucken, wer schneller fertig ist. Also, ich zähle runter. Moment, ich zähle runter. Es geht los. In 5, 4, 3, 2, 1, Feuer. Und Burpee mit Liegestütz. Wer kann? Und hoch, genau. Yeah! Super! Wer hat gewonnen? Okay. Wir haben jetzt noch ein paar Minütchen und wir gehen jetzt auf die Skistrecke. Also einmal noch schön Oberschenkel. Also, Ausgangsposition ist der Squat. Das heißt, wir kommen schön tief in die Kniebeuge. Die Beine sind etwas breiter als hüftbreit auseinandergestellt. Fußspitzen und Knie zeigen tendenziell nach außen. Im Gegensatz zu unserem normalen Burpee kommen wir aber mit dem Oberkörper nach unten, weil wir haben die Stecke hier in den Seiten. Ja? Blick ist schön nach vorne gerichtet zur Abfahrtsstrecke. Das heißt, Ausgangssituation, wir wollen das Rennen gewinnen. Es ist der Super-G in Garmisch-Partenkirchen, der das auch in den Sportnachrichten gerade mitverfolgen kann. Das heißt, wir sind in der Startposition. Die Stöcke sind vor uns. Ich zähle runter. Es geht in 3 Sekunden los. Und dann nehmen wir Schwung und dann gehen wir auf die Abfahrtstrecke. Also, es geht los in 3, 2, 1 und wir nehmen kräftig Schwung, ganz viel Schwung und kommen jetzt tief in die Abfahrt. Genau, der Blick ist nach vorne gerichtet und es kommt die erste langgezogene Rechtskurve und wir drücken auf den linken Ski, auf die rechte Seite in die langgezogene Kurve und kommen wieder zurück und dann kommt eine Links-Rechts-Kurve, das heißt links, rechts. Und wir kommen wieder geradeaus. Der Druck ist auf beiden Skiern, der Blick ist nach vorne gerichtet und wir wollen das Rennen heute gewinnen. Jawohl, und wir kommen tiefer. So wenig Windwiderstand, wie es geht. Sandra, noch tiefer, tiefer. Wir haben die Stecke zwischen den Beinen und das Ziel direkt vor Augen. Wir gucken über die beiden Daumen hinweg auf die Strecke und da kommt der erste Sprung und wir springen dann hoch. Jawohl, und
wieder tief. Und die nächste Linkskurve. Und wir drücken uns in die Linkskurve und wir halten, halten, halten in der Linkskurve und tief, tiefer. Jawohl, kein Windwiderstand. Und wir kommen wieder auf die Gerade. Und jetzt kommt eine langgezogene Rechtskurve. In einem großen Schwung drücken wir auf den Ski und wir sind ganz rechts außen und kommen wieder auf die Gerade. Und dann kommt der nächste Sprung und wir springen dann hoch. Jawohl. Und weiter, wir sind tief, wir sind tief. Wir haben genau das Ziel vor Augen. Wir sind gut in der Zeit. Jawohl. Und tief, los Leute, tief in die Hocke. Und wir bitten, wir spüren jeden Hoppel und wir drücken ihn weg und atmen. Und da kommt schon wieder ein Sprung. In 3, 2, 1 und los und hoch. Jawohl. Und in die Linkskurve. Und in die Rechtskurve. Und nochmal links. Und nochmal rechts. Und wir sehen die Zielgerade und wir gehen ganz tief in die Hocke. Noch 3, 2, 1, jawohl. Und wir passieren das Ziel. Wir haben gewonnen. Wir führen mit 700stel. Jawohl. Deutschland siegt. Wir gewinnen den Super-G. Super, Leute. Beine ausschütteln. Tief durchatmen. Wechselt die Musik. Das gibt's doch gar nicht. Die Stunde ist schon wieder rum. Ich wollte so gern mit euch Sally machen. Aber ich denke, die Oberschenkel haben genug, oder? Wie sieht's aus? Okay. Also macht euch schöne, ruhige Musik. Zieht euch gegebenenfalls was über. Schüttelt noch die Beine aus. Tief durchatmen. Okay. Wir sammeln uns. Wir nehmen das rechte Bein am Sprunggelenk zum Gesäß. Wir richten die Knie parallel aus und drücken die Hüfte nach vorne. Und tief ein- und ausatmen. Beim Ausatmen holen wir nochmal den Fuß zum Gesäß nach. Und der Puls kommt langsam runter. Drücken nochmal die Hüfte nach vorne, um den Zug im Oberschenkel zu erhöhen. Kommen vorsichtig aus der Dehnung raus, das angewinkelte Bein überkreuzt das Standbein. Wir nehmen die Arme nach oben, strecken uns nach oben und kommen jetzt mit den Fingerspitzen zu den Fußspitzen und atmen tief auf. Die Knie bleiben durchgestreckt, dass die Oberschenkelrückseite gedehnt wird und wir atmen ganz tief. Öffnen uns langsam wieder nach oben. Wir überkreuzen das Standbein von hinten. Wir ziehen jetzt mit Hilfe des linken Arms den rechten Arm in die Seite und ziehen mit dem linken Arm nach in die Beuge. Tief ein- und ausatmen. Öffnen uns nach oben, sammeln uns wieder in der Mitte und nehmen jetzt das linke Bein am Sprunggelenk. Richten die Knie parallel aus und drücken die Hüfte weit nach vorne. Gedacht ziehen wir den Bauchnabel nach oben. Lösen uns vorsichtig, überkreuzen das Standbein nach vorne, drücken uns einmal weit nach oben, kommen mit gestreckten Knien und Ellenbogen zu den Fußspitzen und
hier schön durchstrecken. Tief ein- und ausatmen. Ein Atemzug noch. Und wir öffnen uns wieder nach oben. Nehmen das vordere Bein und überkreuzen das hintere Bein. Nehmen jetzt mit Hilfe des rechten Arms den linken und ziehen uns zur Seite und atmen hier wieder tief ein und aus. Ein Atemzug noch. Wir kommen in einen hüftbreiten Stand. Nehmen das rechte Bein, überkreuzen das linke Knie oberhalb und versuchen vorsichtig mit dem Oberkörper nach vorne zu kommen. So tief wie es geht. Wer kann leicht die Ellenbogen auf dem Schienbein ablegen. Versucht euch einen Punkt auf dem Boden zu suchen. Gleichgewicht haltet und wer kann noch ein Stückchen weiter nach vorne. Und wir kommen vorsichtig wieder nach oben. Setzen das angewinkelte Bein ab. Und nehmen jetzt das linke Bein. Legen den Unterschenkel oberhalb des Knies ab. Versucht euch einen Punkt wieder zu suchen auf dem Boden. Und fixieren. Versuchen die Zehen weit aufzufächern und in den Boden nach unten zu drücken. Und kommen vorsichtig mit dem Oberkörper nach unten. Wer möchte, kann leicht die Ellenbogen auf dem Schienbein ablegen. Zum Boden gerichtet nach vorne und wir atmen 3 Atemzüge tief ein und aus. Ein Atemzug noch. Und wir kommen wieder nach oben. Nehmen die Arme seitlich zum Körper. Treffen uns oben in der Mitte und schließen die Hände vor der Brust. Und ich bedanke mich für eine tolle Stunde und wünsche euch einen schönen Sonntag. Danke, Mel. War super. Danke. Super mitgemacht, alle Mann. Der Bauch ist tot, aber jetzt geht es uns trotzdem gut. Vielen Dank, schönen Sonntag. Danke. Tschüss. Ciao. Tschüss.